Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, dass ich mit meiner Lenkradspange aktuell sehr unzufrieden bin. Die wurde mit so einer Alcantara-Folie bezogen. Und da wird Zeit jetzt endlich mal für die M-Paket Lenkradspange. Die zeige ich euch gleich mal. Gut, ihr kennt ja eigentlich das aktuelle Ergebnis dort davon. Ich zeige euch mal, wie die Spange aktuell gerade aussieht. Ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert. Hier, ich mache mal Licht an. Ich habe schon mal ein bisschen dort dran rumgeschliffen, weil die muss nämlich neu aufgearbeitet werden. Von mir höchstpersönlich frisch und neu lackiert. So sieht die aktuell aus. Ich mache das Schreibpapier beiseite. Hier auf der Seite rechts habe ich jetzt schon abgeschliffen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Größtenteils habe ich hier jetzt schon wirklich gute Arbeit geleistet. Moin. Erstmal ein bisschen selber loben. Leider ist das Emblem nicht dabei. Das musste ich mir extra bestellen, aber das gibt es bei Amazon für 10 Euro. Von daher ziemlich nice. Hier haben wir jetzt noch so ein paar Punkte, so ein paar Löcher. Was sieht man das hier nie? Doch, man sieht so ein bisschen durchglänzend. Das sind alles solche Punkte, die müssen alle abgeschliffen werden. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Let's go. So, das 120er ist jetzt eigentlich schon ziemlich durch. Wir haben jetzt hier noch so ein, zwei kleine Punkte. Die lasse ich jetzt aber so. Ich gehe jetzt auf ein gröberes, auf ein 400er Papier. Genau, let's go. Gut, mal gucken, ich habe jetzt nochmal ein 600er mitgebracht und ein 1000er. Gucken, ob ich das 1000er überhaupt noch brauche. Ja, ich fange jetzt mit dem 600er entspannt an. Mal gucken. Die Oberfläche sieht jetzt schon wirklich, ich sag mal, das ist nicht mehr so eine, schon eine sehr glatte Oberfläche jetzt. Also ich glaube, das 600er reicht eigentlich aus. Wir aber, denke ich mal, trotzdem mal mit einem 1000er drüber gehen. Einfach nur fürs gute Gewissen. So, ich habe jetzt eine gute Stunde hier rumgeschliffen. Ist auch schon ganz schön dunkel geworden mittlerweile. Das Ergebnis ist ganz gut. Lackieren werde ich allerdings erst beim nächsten Mal, weil... Ja, also ich habe so einen Plastic Primer, den kann ich euch mal zeigen. Der ist auch nicht ganz so günstig, aber sorgt halt dafür, dass das richtig hält. Ich habe das schon mal gemacht bei meinem Startknopf und so, diese Umrandung. Das ist halt wirklich gut, wenn du dort einen ordentlichen Primer hast. Der ist der hier, der kostet glaube ich 17 oder 18 Euro. Der ist erst überlackierbar nach einer halben Stunde. Das heißt, ich werde das beim nächsten Mal dann gleich direkt entfetten und gleich drauf sprühen, eine halbe Stunde warten und dann geht's los. Ich werde dafür benutzen in Mattspray, schwarz matt werde ich das Ganze machen, weil ich es am coolsten finde. Glänzend würde, denke ich mal, dort nie ganz so gut sein. Genau, das ist auch relativ günstig, das kostet 4-5 Euro oder so. Kann ich euch alles mal verlinken, was ihr braucht für den Spaß. Genau. Und das ist auch, sag ich mal, strapazierfähiger Lack, also der geht nicht einfach nur ab, sondern der hält ein bisschen was ab. Das werde ich beim nächsten Mal machen, Freunde. So, Freunde, heute ist großer Lackiertag, also wir tun heute die Lenkradspange lackieren. Übrigens alle Links zu den Produkten, die ich benutze, in der Videobeschreibung, checkt das gerne mal aus. Genau, wir werden heute uns dem Ganzen annehmen. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber das Ganze wird in schwarz-matt lackiert. Ich denke mal, ich habe das schon gesagt und wiederhole das jetzt bloß zum 28. Mal. Deswegen lasse ich das jetzt. Beim letzten Mal habe ich euch schon den Plastic Primer gezeigt. Genau, wir werden das jetzt mit Silikonentferner entfetten, schön Rene machen. Dann kommt der Plastic Primer, 30 Minuten warten und dann geht's los mit der Farbe. Genau, dann die Farbe halt, also ein bisschen ablüften lassen, so denke ich mal so 5 bis 10 Minuten, je nachdem. Extra heute das Auto ein bisschen weiter vorne hingestellt, damit auch kein Lacksprühnebel auf mein Auto fliegt. Das wäre nicht ganz so cool. Heute ist es aber so windig draußen, dass ich mich entschieden habe, trotzdem drinnen zu parken. Die, dass hier noch irgendeine Scheiße passiert, Freunde. Let's go. So,
So, Plastic Primer natürlich schön schütteln, habe ich jetzt schon 2 Minuten gemacht. Schön, dass es klimpert hier drin, ihr kennt das, Freunde. So, legen wir mal los. Ne? Erstmal Probe sprühen, ganz typisch. Läuft der Bunker. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Jetzt nicht ganz so ideal, dass es hier unten liegt, aber ja, ich denke, das passt. Ich mache jetzt hier diese Seiten nochmal. Ja, und dann würde ich sagen, geht es in 30 Minuten weiter. Achso, übrigens die Dosen immer verkehrt rum nochmal aussprühen lassen. Dann kann man die nämlich dann immer wieder verwenden. Da hat sich auch schon einiges angesammelt in der Zeit. Ich nehme jetzt nochmal einen Hauch Silikonentferner. So, wo ich die gerade gehalten habe. So, lassen wir 30 Sekunden das Ganze ablüften und dann geht's los, Freunde. So, Freunde, geht los. Erster Gang natürlich ist ein Nebelgang, ne? Ist klar. Jetzt natürlich wieder 5 Minuten Zeit vergehen lassen, antrocknen lassen, dann geht's weiter. Jetzt schön getrocknet, sieht man schön. Jetzt geht die zweite Lage, die etwas, also jetzt schon in eine deckende Lage. Wieder Probe sprühen und dann verkackt jetzt unten gerade. Lass es erstmal jetzt antrocknen. Ich will jetzt hier keinen Läufer reinkriegen. Das wäre richtig beschissen. Deswegen lasse ich die Lage lieber nochmal durchtrocknen und mache lieber nochmal eine neue. Oder 2, 3 neue. Da ist mir mehr geholfen damit, als jetzt auf Krampf das schnell fertig zu machen. Genau, weil das nämlich die ganze Saui, Leute. Die ganze Vorarbeit vom Schleifen im Arsch. Jeder hasst Schleifen, deswegen lieber beim Lackieren das nie verkacken jetzt. Wie man sehen kann, schon wieder völlig durchgetrocknet. Genau, also nächste Lackschicht. Let's go. So, einige Tage später, wenn ich jetzt vom Licht hier drauf gucke, sehe ich noch die ganzen Löcher hier und das ganze Zeug. Ich denke mal, dass ich das nicht hinbekommen werde mit dem Lack. Deswegen jetzt noch eine deckende Lage und dann ist gut. Genau, dann werden wir uns das Ergebnis mal angucken. Ich bin nie ganz so überzeugt, aber was soll man machen? Vielleicht vorher hätte ich noch mal mit Primer oder so drauf gehen sollen, aber trocknet jetzt. Die Dose noch aussprühen. Freunde, einige Tage wieder vorbei, gleicher Pullover immer noch an, ihr kennt das. Lenkradspange, zeige ich euch mal. Sieht so aus. Es gibt so ein paar kleine Mängel, die zeige ich euch mal. Und dann werden wir jetzt mal das M-Logo einkleben. Und dann gibt es noch so ein kleines Fazit von mir. Ja, genau.
Let's go. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt eingefangen bekomme. Ja, da sieht man's. Hier sieht man's. Wenn man gegens Licht guckt, sieht man hier und da den einen oder anderen Mangel. Ja, ich werde das jetzt trotzdem so einbauen. Was will man sagen, ich habe keinen Bock, das nochmal zu schleifen. Als kleiner Tipp für mich, oder für euch, für mich, moin, das will ich mir einen Tipp geben, tut das gründlich schleifen. Also wirklich gucken, dass dort keine Unebenheiten sind. Und ich hätte vielleicht doch nochmal mit so einem Primer, wie nennt sich das? Warte, ich guck mal, ich habe das sogar da. Also ich hätte es auch da gehabt, aber ich, I don't know. Ich wusste jetzt nie, ob man das unter den Plastic Primer macht oder gibt Haftgrund. Ja, es gibt noch, den habe ich auch, es gibt noch so einen Filler, da kann man so Unebenheiten dann, ja, habe ich das hier? Nee, irgendwo habe ich das. Da kann man das so drauf sprühen und dann tut man das nochmal abschleifen. Ich hätte das alles nochmal schön gründlich schleifen müssen, habe ich nie gemacht, das ist der Fehler. Ihr dürft wirklich keine Unebenheiten haben, weil das sieht man alles am Ende dann. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt das M-Logo einkleben. Das gibt es bei Amazon für 10, 11 Euro, kann ich euch mal verlinken. Let's go, machen wir fix und dann im nächsten Video werde ich das dann einbauen, ohne den Airbag und das ganze Lenkrad auszubauen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Freunde. Abonniert gerne den Kanal. Genau, ich hole das M-Logo. Das müsste gleich hier am Start sein. Das hier ist es schon. Guck mal, für 10 Euro. 10 Euro wieder bestens investiert, moin. Also wir nehmen wieder Silikonentferner, Freunde. Das Wundermittel. Am besten in irgendeine Ecke hier. Zack. Dann hier unten ein bisschen das. Schön entfetten. So. Und jetzt. Das ist schon fast eigentlich wie so eine. Das ist jetzt die Hochzeit eigentlich. Eigentlich wie so eine. Eigentlich wie eine Hochzeit jetzt für die Lenkradspanne. Wenn jetzt M-Logo drauf kommt. Das ist schon ein großer Moment, sage ich mal, für die Spange jetzt. Natürlich für den ganzen YouTube-Kanal. Ich meine, so ein M-Logo klebt man nicht alle Tage ein. Soll ich mein Maul halten jetzt und einfach reinkleben? Ich hoffe, das passt angegossen und ich muss die noch ausrichten. Da ich ja gar keinen Bock drauf. So. So, hier ist so ein Klebeding drin. Ich lege mir das jetzt mal für mich gerade hin, dass ich das Ganze auch treffe, mehr oder weniger. Ich bin wieder zu blöd. Hallo. Boah, das geht, das passt eigentlich wie angegossen. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist echt top. Ich musste das nicht mal verschieben jetzt irgendwie oder so. Ich habe das einfach reingedrückt und es passt. Top. Top, top, top. Ist auf jeden Fall besser, trotz dieser kleinen Unebenheiten. Natürlich trotzdem besser als die mit dem, ja, mit dieser Alcantara-Folie, meine Meinung. Und ist natürlich eine M-Paket-Spange jetzt. Also, ja, für einen M-Paket-Umbau, für einen Komplettumbau würden jetzt nur noch die Heckstoßstange fehlen, die Einstiegsleisten. Gut, ich weiß nicht, ob M-Paket immer gute M-Sitze drin hat. Ist auch egal. Aber in weiteren Schritten Richtung dorthin. Und ich finde die auch deutlich geiler als die Sportlenkrad-Spange. Und mit Alcantara bezogen passt es mir sowieso nie. Wie gesagt, im nächsten Video werden wir das einbauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und.